Was geht, Freunde? Ich willkommen zu einem neuen Video auf meinem zweiten Kanal. Denn dann wünsche ich, dass ihr ein Abo da, dass ein Like da hier, supportet den zweiten Kanal, pushen. Die Bande. Wir haben für heute ein sehr cooles Video. Darüber habe ich auch selber schon viele Videos gemacht. Und zwar die Zerstörung des FC Chelsea's. Weil was bei Chelsea vieles aktuell nicht so gut läuft und die viele Faxe machen, wissen wir vor allem dieses Transferfenster war geisteskrank. Aber jetzt haben wir eine kleine Zusammenfassung, warum es so ist und was da ein bisschen intern abgeht. Laufen wir nicht so viel rum, wir gehen direkt rein. Im Mai 2022 übernahm der milliardenschwere US-amerikanische Unternehmer Todd Bowley den FC Chelsea. Okay. Nun sind knapp mehr als 2 Jahre vergangen und die Bilanz ist grauenhaft. Aberdutzende Transfers, ein Trainerkarussell, das seinesgleichen sucht, Milliarden Ausgaben und kein festes Konzept. Das alles hat dazu geführt, dass die ersten 2 Saisons katastrophal vergangen sind. Ja, die haben Glück, dass sie noch so einen Spieler, so einen jungen Spieler haben, wie so einen Cole Palmer, der dir dieses Jahr ein bisschen gecarried hat, Bruder, aber ohne den wäre, Bruder, wow. Doch damit nicht genug. Bowley möchte die Premier League revolutionieren. In seinem Kopf schwirren All-Star-Games, Abstiegs-Playoffs, Cheerleader und eine Halftime-Show ganz nach amerikanischem Vorbild. Oh nein, ich schwöre, deswegen sage ich doch, lass die Army-Seife aus dem Fußball raus. Bitte, das habe ich schon dieses Jahr gesagt, bei der Copa America und Südamerika, wo so viel falsch lief und einfach durcheinander war. Die ganzen Saudis, die ganzen Premier League-Mannschaften oder PSG zum Beispiel so haben, die kriegen es besser hin. Und von denen habe ich jetzt auch nicht so viel, aber Bruder, besser als Amis. Bild. Aber, bevor er die Premier League amerikanisiert, wie wäre es, wenn er erstmal den FC Chelsea in den Griff kriegt? Ja, rede, Bruder. Bowleys bisherige Vita mal genauer. Aha, guck. Guck, Fußballtop, guck, Bruder. Von 2003 bis 2022 wurde der FC Chelsea vom russischen Milliardär Roman Abramowitsch geführt. Super. Für 140 Millionen Pfund übernahm er den Verein und brachte zahlreiche Starspieler wie Didier Drogba, Eden Hazard, Frank Lampard und N'Golo Kanté sowie Star-Trainer wie Jose Mourinho, Carlo Ancelotti und Thomas Tuchel an die Stamford. Yeah. Mit letzterem hatte Bowley ein Problem. Die Abramowitsch-Ära in London ging dann nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zu Ende, da Abramowitsch eine Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin pflegt. Unter seiner Führung gewann Chelsea 2-mal die Champions League, 5-mal die Premier League, 2-mal die Europa League und 5-mal den FA Cup. Das heißt, in 20 Jahren, die er, glaube ich, da war, 14 Trophäen. Oh, das ist stark. Die erfolgreichste Zeit in der Vereinsgeschichte. Im Mai 2022 wurde der Verein für 4,25 Milliarden Pfund weiterverkauft. Gesicht des Ganzen? Oha! Er hat auch an Wert wahrscheinlich gewonnen, weil als er ihn gekauft 140 Millionen im Jahr 2002 war, der Verein wahrscheinlich nicht so krass und so wie man Chelsea jetzt kennt. Aber Bruder, dick plus gemacht, Digga. Auf locker 4 Milliarden gewinnen. Über 4 Milliarden. So nebenbei. Ist bekanntermaßen Todd Bowley, der als Vorsitzender des Vereins und führender Sprecher des Konsortiums dient. In diese Rolle hat ihm sicherlich sein Engagement beim Baseballteam LA Dodgers, beim Damenbasketballteam LA Sparks und dem NBA-Team LA Lakers weitergeholfen. Okay. Zudem ist er inzwischen Mitbesitzer des französischen Vereins Racing Straßburg. Aha. Kommen wir zum FC Chelsea. Zur Einordnung. In der Saison vor der Übernahme durch Bowley belegte der Verein den 3. Platz und gewann ein Jahr zuvor die Königsklasse. Ja, die Champions League. Da könnte man meinen, wenn man ein paar kleine Änderungen im Kader unternimmt, den Trainer stützt und auf dem Kurs weitermacht, könnte das doch etwas werden. Aber nein, Bowley macht keine halben Sachen. Der FC Chelsea stellte einen Rekord für die höchsten Transferausgaben innerhalb einer Saison in der Geschichte des Fußballs. Die haben einfach wirklich blind angefangen, seitdem der da ist, einfach einzukaufen, ne? Jeden Sommer muss Minimum, keine Ahnung, 200, 300 Millionen Euro fließen, irgendwelche Spieler. Sieht man vor allem jetzt dieses Jahr. Letztes Jahr kamen Kunko und Jackson und wer auch alles davor ist ja auch. Bruder, ich verstehe seine Transferpolitik nicht. Der denkt sich einfach, ich spiele reich und ich kaufe einfach alle Spiele, aber trotzdem bringt das nicht, wenn das Team nicht harmoniert, Digga. Dieser betrug zuvor 375 Millionen Euro und gehörte dem FC Barcelona. Doch Chelsea legte einen drauf, indem sie unglaubliche 630 Millionen... Einfach das Doppelte. Einfach so, mal ganz kurz, so ein jahrelanger Rekord, einfach mal so getoppt. ...Euro hinblätterten. Angefangen im Sommer mit Wesley Fofana, Marco Correa, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly und einige weitere. Bruder, warum hat Wesley Fofana 80 Millionen gekostet? 80, Bruder, ich bin, also,
Ich kenne ihn von Leicester noch und er ist ein guter Spieler gewesen und jung, aber 80 Millionen? Spielt er überhaupt noch? Über Transfers, was bereits rund 285 Millionen Euro kostete. Abgänge hingegen Antonio Rüdiger und Andreas Christensen für insgesamt kein Euro. Nein, Real Madrid ist der beste Verein. Es gibt, die haben Rüdiger einfach für unter 10 Millionen bekommen. Genau. Beide verlassen ablösefrei. Ach, sogar ablösefrei. Ja, GG's Real. Den Verein. Auch Lukaku und Batshuayi gehen auf Leihbasis. Timo Werner für lächerliche 20 Millionen Euro. Aber naja, die Wechsel wurden nun mal getätigt und es ging in die nächste Saison. Nach 7 Spielen ist die Bilanz von Tuchel 3 Siege, ein Unentschieden und 3 Niederlagen. Der Verein trennt sich von Tuchel. Die Begründung lautet, dass die Inhaber denken, dass es der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel ist und der Club vorangebracht werden soll. Gerüchten zufolge gab es zudem Meinungsverschiedenheiten, da Tuchel gegen eine Verpflichtung von Cristiano Ronaldo war, die Bowley hingegen befürwortete. Ja, man merkt, er wollte Ronaldo wahrscheinlich auch nur aus Trotz holen, weil ich denke, yeah, Cristiano Ronaldo ist very good player. Ich sag dir ganz ehrlich, auch weil Tuchel da gegen Ende bei Chelsea nicht mehr so der krasseste Trainer war und auch nicht mehr so gute Entscheidungen vielleicht getroffen hat, hat er zehnmal so viel Ahnung wie dieser komische Todd Bowie. Und wenn er sagt, bringt nicht so viel, würde ich eher seinem Wort glauben als das von dem anderen. Folger von Thomas Tuchel wurde Graham Potter, der für 17 Millionen Euro von Brighton verpflichtet wurde. Doch auch unter ihm läuft es bis zum Winter nicht rund, weshalb Chelsea erneut auf dem Transfermarkt aktiv wird. Es folgt weiterer Irrsinn. Ja. Der Club verpflichtet Enzo Fernandes, der nach einer starken WM mit Argentinien für ganze 121 Millionen Euro geholt wird. Mykhailo Mudryk kommt für 70 Millionen Euro und Badiashile, Madueke, Gusto und kommen auch neu zum Club. André Santos und dieser David Natro von Fahne haben sich mal gereicht, dass ihre Namen erwähnt werden. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Ey, die armen Effer, meine Brüder, Digga. Say their name. Dazu. Summe 630 Millionen Euro. Und für alle mit nur kleinem bisschen Ball-Knowledge ist klar, dass der Wechsel von Enzo Fernandes deutlich zu teuer ist. Ich kann wirklich nicht verstehen, wie ein milliardenschwerer Club so schlecht geführt werden kann, dass sie den klassischen Transfer eines WM-Hype-Spielers verfallen und so viel Geld hinblättern. Immer wieder performen Spieler bei bestimmten Meisterschaften für ihre Arbeit. Ja, und wie Rames zum Beispiel. Diese Spieler zu verpflichten ist ein großes Risiko, da die Ablöse zu dem Zeitpunkt in den Himmel schießt. Diese Erfahrung hat bereits der FC Bayern Renato Sanchez gemacht, als er bei der EM 2016 als Teenager extrem gut gespielt hatte und auf dem Radar von allen Vereinen stand. Zum Glück waren das damals noch ganz andere Beträge. Und auch der Mudryk-Transfer erschließt sich mir bis heute nicht. 70 Millionen Euro für einen jungen Spieler, der erst Ansätze seines Könnens zeigen konnte, ist völlig überzogen gewesen. Naja, und auch trotz dieser massiven Investitionen läuft es weiterhin schlecht. Am 29. Spieltag verliert Potter gegen Aston Villa und wird gefeuert. Nachfolger von Potter wird Lampard. Drei Trainer in einem Jahr. Hört auf und muss nach 11 Partien, nur einem Sieg und 8 Niederlagen, seinen Platz räumen. Fazit der Saison: 3 Trainer, 630 Millionen Euro Ausgaben und Platz 12 in der Premier League. Ach du Scheiße. Zur neuen Saison wollen die Blues dann nochmal richtig angreifen. Haben sie diesmal aus den Fehlern der vergangenen Saison gelernt? Nö. Maurizio Pochettino übernimmt das Team und der Kader wird nochmal mächtig durchgerüttelt. Anders als in der vergangenen Saison machen sie diesmal mit den Abgängen aber gutes Geld. Havertz verlässt für 75 Millionen den Verein, Mount für 64, Kovacic für 29 und Kalidou Koulibaly, der erst in der letzten Saison gekommen ist, für 23 Millionen Euro. Aha. Auch viele weitere verlassen den Verein. Aha. Auf der anderen Seite kommen für 464 Millionen Euro folgende Spieler. Teuerster Transfer für 116 Millionen Euro. Caicedo, auch gar nicht gut. Gar nicht gut. Nur so teuer wurde, weil es am Ende zu einem Wettbieten zwischen Chelsea und Liverpool kam. Doch so richtig auf die Ablöse achten, ist ja bislang sowieso nicht im Repertoire von Chelsea. Während die Hinrunde nur so lala läuft, kommt das Team in der Rückrunde in Fahrt. Sie erreichen einen Conference League Platz, verlieren im FA Cup Halbfinale gegen City und im Finale des Carabao Cup gegen Liverpool. Es scheint, als wäre das junge Team unter Pochettino auf einem guten Weg. Daraus kann doch was Positives werden, oder? Nope. Bowley feuert Pochettino nach der Saison. Genau wie zuvor haben Thomas Tuchel oder Vorstandsvorsitzender... Nein, warte mal ganz kurz. Der Trainer schafft es, auf den 6. Platz, das heißt Europa, hochzuklettern, kommt ins Halbfinale eines Turniers, kommt ins Finale eines Turniers, die Mannschaft spielt sich ein,
Er ist der beste Trainer nach den letzten drei mit Abstand. Gib mir diese Nummer von diesem Boy, bitte. Gib mir diese Nummer von dem. Nein. Red von mir eine Nachricht. Bruce Buck, Direktorin Marina Granovskaya, der technische Berater Petr Cech, sowie nach 11 Jahren der medizinische Direktor Dr. Paco Bioska und nach 17 Jahren im Verein auch Chef-Physiotherapeut Thierry Laurent den Verein verlassen. Er hat ganz Chelsea rausgeschmissen. Sogar den Physiotherapeut. Die Mitteilung dazu wurde in einem kurzen Zoom-Call gemacht. Wertschätzung sieht anders aus. Nice. Aber Bowley hat größere Pläne. Er sieht auch einfach aus wie ein Stinkstiefel, Bruder. Auch höflich ausgedrückt. Zitat: Ich hoffe, die Premier League schaut sich ein bisschen was vom amerikanischen Sport ab. Er ist der Ansicht, dass... Warum denken auch immer die Amis, Digga, alles in Amerika wäre so viel besser. Die Premier League All-Star Games, Abstiegs-Playoffs... Wenn das passiert, ne? Diese All-Star Games, nur keine Ahnung, die besten Spieler aus der... Nein. Dann bin ich offiziell durch mit Fußball. Wenn die das einführen sollten und Fußball ist eh aktuell gerade so auf so einen geilen Trip, dann bin ich offiziell raus. Ich gucke Hockey. Ich gucke Hockey in Kanada. Cheerleader und eine Halftime-Show benötigt. Dafür erntete er bereits eine spöttische Bemerkung von Ex-Liverpool-Coach Jürgen Klopp. Ich rede, Jürgen Klopp. Und genau wie in der Premier League gibt es auch Stimmen zur Bundesliga, diese zu verändern. Hier steht im Raum, von 18 auf 20 Vereine zu gehen. Was dadurch mitschwingt, klären wir in einem unserer anderen Videos hier auf dem i. Für die kommende Saison bei Chelsea aber wurde für 10 Millionen Euro Enzo Maresca als Trainer verpflichtet. Dieser hat zuvor Leicester City in die Premier League geführt. Chelseas aktueller Kader ist der drittwertvollste der Liga, aber das vor allem aufgrund der schieren Anzahl der Spieler. Ja. Während City 26 und Arsenal 23 Mann zählt, sind es bei Chelsea 39. Nicht umsonst wurde ein TikTok-Video des Vereins aus dem Fitnessstudio zu einem Meme. In dem Video ist zu sehen, wie voll der Kader des Vereins ist. Das ganze Szenario ähnelt den Fitnessstudios im Januar, da alle mit ihren Neujahrsvorsätzen die Fitnessstudios überfluten. Aber nee, so ein großes Problem ist das Ganze ja nicht. Enzo Maresca sagte nämlich vor kurzem erst, ich arbeite nicht mit 42 Spielern, ich arbeite mit 21 Spielern. Die anderen 15 bis 20 Spieler, die trainieren separat. Ich sehe sie nicht. Es ist nicht so ein Chaos, wie es von außen aussieht. Absolut nicht. Sie können sogar 20-Jahres-Verträge haben, das ist nicht mein Problem. Es interessiert mich nicht. Na gut, dann klingt das Ganze ja sehr gut, wenn im Verein irgendwie 15 bis 20 Spieler sind, mit denen man auch einfach gar nicht plant. Ob Bowley seinen Kurs ändern wird? Zeit hat er voraussichtlich bis 2027. Laut der Daily Mail gibt es eine spezielle Vereinbarung von den amerikanischen Miteigentümern, welche besagt, dass sich der Vorsitz alle 5 Jahre austauschen lässt. Wenn die Entwicklung also bis 2027 weiter so schlecht verläuft, könnte Bowley spätestens dann abgelöst werden. Besser. Für mich ist das Ganze unerträglich. Da setzt sich ein Milliardär an die Führungsposition eines der größten Vereine Europas und weist bis auf sehr viel Geld nichts weiteres vor. Ja. Kein Konzept, keine Strategie, nichts. Das Ganze wirkt ein bisschen so, als hätte jemand einen Verein im Karrieremodus übernommen, eine Finanzspritze eingesetzt und spielt jetzt gelangweilt vor sich hin. Aber naja, ich bin das Original. Das Geld allein. Oh Scheiße, ich bin damit. Ach, Digga. Kein Erfolg bringt. Ich hoffe einfach, Chelsea ist eigentlich so ein cooler Verein, eigentlich auch ein geiler Verein. Aber Bruder, aktuell, was da abgeht, ist wirklich katastrophal. Und wie gesagt, er hat nicht mal über die Saison geredet, ne? Was die Saison wieder da passiert ist mit diesen 20 Transfers und 5 Torhüter und 6 Millionen Stürmer, da wäre der Reis, der Rahmen wäre geplatzt. Also ich hoffe, die fangen sich wieder und bitte, schmeiß diese komische Bowie raus, Digga.